Jetzt könnt ihr in Film 10 überprüfen, ob ihr die Beispielaufgaben in Film 9 richtig gelöst habt. Der erste Geschäftsvorfall, der zu buchen war. Eine Forderung über 100 Euro wird per Banküberweisung bezahlt. Ich unterstreiche einmal die Forderung und dann die Banküberweisung. Das ist ein eindeutiger Hinweis auf das Konto Bank 113. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, kommen die 100 Euro auf dem Bankkonto an oder werden sie da abgebucht oder überweise ich die, gehen die da irgendwie weg? Und das sagt mir das Wort Forderung. Forderung bedeutet, ich kann von jemand anders etwas fordern. In dem Fall sind es 100 Euro, die ich von irgendjemandem fordern kann. Folglich kommt Geld auf dem Bankkonto an und damit kommt Bank 113 ins Soll. Und auf der anderen Seite kommt dann das Forderungskonto. Und bisher kennen wir nur ein Konto und das sind die Forderungen auf Grundlieferungen und Leistungen 140. Und die fertige Buchung lautet dann Bank an Forderungen 100 Euro. Und das alles mit den richtigen Nummern und dann ist die Buchung fertig. Der zweite Geschäftsvorfall. Es wird eine neue Fertigungsmaschine für einen Produktionsbetrieb angeschafft. Und zwar für 30.000 Euro netto auf Ziel. Das Wort Fertigungsmaschine und angeschafft ist ein eindeutiger Hinweis auf das Konto Maschinen und technische Anlagen 010. Natürlich mit dem Betrag von 30.000 Euro. Und da die Maschine angeschafft wird, wir also einen Vermögenszuwachs bezüglich dieses Kontos haben, wird es im Soll angesprochen. Das Wort auf Ziel heißt, es ist eine Rechnung im Spiel. Und da wir die Rechnung bekommen, wird das Konto Verbindlichkeiten auf Grundlieferung und Leistungen 160 im Haben angesprochen. Und damit haben wir fertig gebucht. Der dritte Geschäftsvorfall. Und bei dem muss man tierisch aufpassen. Da steht zwar drin, dass ein langfristiger Kredit aufgenommen wird, über 30.000 Euro. Aber gebucht werden soll nur die Überweisung. Und das ist der Arbeitsauftrag. Buchen Sie die Überweisung. Und das ist ganz wichtig, dass ihr nur das macht, was im Arbeitsauftrag steht. Erst wenn das geklärt ist, können wir uns an die Buchung machen. Fangen wir an. Ich habe hier das Wort Überweisung unterstrichen. Und das ist ein eindeutiger Hinweis auf das Konto Bank 113. Jetzt ist nur noch die Frage, wo gehört es hin, soll oder haben? Und das zeigt mir das Wort Bezahlung der Fertigungsmaschine. Also wir haben gerade eben eine Fertigungsmaschine eingebucht und die muss bezahlt werden. Also geht etwas vom Bankkonto weg, und zwar 30.000 Euro, und damit gehört dieses Konto ins Haben. So, und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir uns klar machen. Wir haben diese Maschine bekommen gegen Rechnung. Und dann haben wir im Vorfeld 30.000 Euro Verbindlichkeiten auf Grundlieferung und Leistungen auf der Habenseite eingebucht. Und nach dieser Überweisung sind diese Verbindlichkeiten nicht mehr da. Die müssen also neutralisiert werden und deswegen kommt das Konto Verbindlichkeiten aufgrund Lieferungen und Leistungen 160 mit 30.000 Euro ins Soll. Wenn ihr jetzt diese Übungsaufgaben noch nicht ganz richtig gemacht habt, das macht nichts. Ich werde das hier ganz oft wiederholen. Und somit bin ich am Ende von Film 10 und ich beende jetzt auch die Reise ins Märchen Wunderland in Film 11. Wird die Mehrwertsteuer eingeführt.